Ich stehe hier in Altona bei Altona 93, einem Traditionsverein in Hamburg, auf dem Platz und wir wollen das neueste Technik-Schnippchen unter die Lupe nehmen, den Adidas Smartball. Dieser soll angeblich mein Schussverhalten analysieren und mir Verbesserungsvorschläge geben, wie ich im Prinzip bessere Tore schieße, an der Mauer vorbeispiele oder ähnliches. Ganz alleine als Nicht-Profi kann ich das jetzt auch nicht unter die Lupe nehmen und deswegen habe ich mir eine Hilfestellung besorgt, einen alten Bekannten, Marcel Janssen vom HSV, der uns dabei unterstützen wird. Knapp 300 Euro kostet der Adidas Smartball, also nichts für Gelegenheitskicker. So, wir wollen heute mal den Ball unter die Lupe nehmen. Hast du Lust? Ja, hab schon gesehen. Hast hier mehr Freizeit-Look an? Ja. Dann habe ich auch eine Chance, nachher in der Challenge dich abzuziehen. Ja? Du hast gesagt, hier Challenge und ich habe gedacht, heute mal ohne Fußballschuhe mal gucken, was ich so hinkriege. Ja, wahrscheinlich habe ich dennoch keine Chance, aber schauen wir uns mal an die ganze Geschichte. Ich bin gespannt. Ist jetzt für die Challenge, was kann der Ball bzw. mit der App in Kombi, was wird uns da erwarten gleich? Genau, ich habe hier eine App und den sogenannten Adidas Smartball, der soll angeblich dein Schussverhalten analysieren, Verbesserungsvorschläge geben, wo solltest du ihn besser anschneiden, wie kannst du besser um die Mauer rum. Für dich vielleicht wenig hilfreich, für mich wesentlich mehr. Innen drin ist ein Chip und eine Bluetooth-Verbindung und ein Akku, er wird über Induktion geladen. Und dementsprechend setze ich ihn auf, lade ihn voll, lege ihn ganz genau hin und hier habe ich so Striche, wo ich dann auch weiß, wo ich ihn anschneiden muss, um zum Beispiel einen Knuckleshot zu machen oder ähnliches oder ihn um die Mauer rum zu zirkeln. Ich bin gespannt, ob es mir gelingt. Wir sind mal gespannt. Ja. Und los geht's, das Duell Matthias gegen Marcel. Wer am Ende siegen wird, das ist eigentlich keine Frage. Da hatten wir ihn geladen, auf jeden Fall Tor, deshalb jubeln auch alle. 92. Die App zeigt an, ob der Smartball auch schnell genug war. Auf Wunsch gibt's aber auch Tipps, wie man sich künftig verbessern kann. Michael Schmidt aus dem Computerbild Hardware Labor hat im Tor jedenfalls eine Menge zu tun. Hallihallo. Ja, das sah gut aus. Wer übrigens keinen Fußballprofi hat, mit dem er spielen kann, kein Problem. Der Smartball ist optimal geeignet, wenn man allein seine fußballerischen Fähigkeiten verbessern will. 93. Ja. Nein, die Challenge ging an dich. Ja, knapp gewonnen. Ne? So Marcel, jetzt haben wir hier einige Trainingseinheiten absolviert mit dem Ball. Was sagst du? Ist eher so für die Freizeitliga der Ball? Profis können sich damit, glaube ich, weniger verbessern, oder? Kann schon sein, wenn man eine gute Analyse hat, dass das vielleicht irgendwann mal vom Hobby oder Testschuh dann auch vielleicht auch mal im Profibereich angewendet werden kann oder in der Jugend. Ist durchaus möglich. Ich denke, heutzutage, weil man mit wo trifft man den Ball, wie viele Umdrehungen, ich glaube, das können schon mal so ein paar gute Tipps und Tricks sein, gerade wenn man gerade dabei ist oder wenn ich jetzt in der Jugend die Möglichkeit gehabt hätte von der Technologie, hätte man sich da bestimmt mal mit auseinandergesetzt, um sich zu verbessern. Könnte ich mir vorstellen, dass das funktionieren kann, ja. Also das heißt, du würdest den Ball auch vielleicht privat für dich selber einsetzen, mal zum Bolzen? Wenn ich den jetzt hätte und dann die App runterladen, kann das schon mal vorkommen, wenn man sagt, pass mal auf, wir bolzen jetzt und parallel lassen wir das halt alles aufnehmen. Kann schon witzig sein, ja. Klar, die Challenge, die wir gemacht haben, war ja auch ganz lustig. Klar, was ein Wunder, ich habe verloren. Mit 92 km/h hast du mich dann gegen meine knappe 80 oder ein bisschen mehr da geschlagen. Aber wir haben es auf jeden Fall probiert, ja. Ihr habt alles probiert. Ich habe gesagt, Marcel, komm bitte nur in Privatkleidung, damit auch der Stand nicht so gut ist. Nee, aber ich habe es trotzdem geschafft. Nee, aber finde ich auf jeden Fall witzig, die Idee. Ja. Klasse, hat sehr viel Spaß gemacht. War ein toller Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, wenn das im Profibereich zu sehen ist. Ja, dann kommst du wieder und dann machen wir die Challenge nochmal. Alles klar.